Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft und wir gucken uns an, welche Bücher ich im März 2019 interessant und spannend finde. Ich bin ja ein großer Fan davon, ja, Neuerscheinungen so ein bisschen herauszusuchen, auf Verlagsseiten umherzugucken. Und gerade wenn die neuen Programme da sind, habe ich wirklich eine Excel-Liste, die sehr, sehr voll ist mit Neuzugängen und oder Neuerscheinungen. Und so, wenn ich dann mich dem Monat sozusagen näher, dann gucke ich immer, oh, welche Bücher sagen mir noch was? Welche Bücher sind mir in Erinnerung geblieben? Dann reduziert sich das locker schon mal, ja, als mehr über die Hälfte. Und wenn dann so 19 übrig bleiben, gucke ich mir die einzeln nochmal an, welches Buch mich eben jetzt immer noch begeistert und anspricht. Und für den März haben wir ja, 6 Bücher, die es mir sehr angetan haben, die ich euch vorstellen möchte und euch auch den Klappentext dazu ja, vorlesen möchte. Und ich ja, stelle euch jetzt einfach mal das erste Buch vor. Und zwar erscheint das am 14. März und ist von Per J. Anderson. Und zwar vom Elefanten, der das Tanzen lernte, mit dem Rucksack durch Indien. Ja, in letzter Zeit bin ich ja gerade durch den Weltwach-Podcast doch immer so ein bisschen auf dieses Reisefieber gekommen, auf diese Abenteuerjagd. Und von Per J. Anderson, es ist ja, soweit ich weiß, ist er ja etwas Skandinavisches, wenn ich mich nicht irre, habe ich auch schon mal was gelesen. Ich glaube, da war auch so ein Elefant vorne drauf. Ich habe das wieder verdrängt, wie das Buch hieß. Ja, und der Autor ja, bereist eben sehr gerne Asien und insbesondere Indien. Und so nimmt er uns hier im Grunde auch mit auf die Reise. Und ja, Indien selbst finde ich super spannend. Ich glaube, dass das kein Land so direkt für mich wäre, aus verschiedensten Gründen. Aber mal so eine kleine Tour dadurch machen würde ich unglaublich gerne. Und ja, mit dem Buch lässt es sich natürlich bequem reisen. Ja, und der Klappentext verspricht Folgendes. Keine Region der Erde hat Bestsellerautor Per J. Anderson so intensiv bereist wie Indien. In seinem neuen Buch nutzt er seine jahrzehntelangen Erfahrungen, um uns Leser in dieses zwischen Tradition, Spiritualität und moderne, schillernde Land zu entführen. Ein glänzendes, geschriebenes, bereicherndes Buch für alle, die nach Indien reisen wollen oder bloß davon träumen. Indien ist ein Ansturm auf alle Sinne. Farbenfrohe Götterstatuen aus Pappmaché und Stroh. Der Duft von Räucherstäbchen, Holzfeuern und Currypfannen. Das Klingen von hinduistischen Tempelglöckchen und die Laute muslimischer Gebetsrufe. Doch Indien ist auch ein Land, das sich in nur wenigen Jahrzehnten in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Erde verwandelt hat. Auf seine einfühlsame, sympathische Art porträtiert Per J. Anderson dieses widersprüchliche, faszinierende Land und nimmt seine Leser mit auf eine Abenteuerreise quer durch Indien zu den Elefanten, die das Tanzen lernten. Ein Buch, das Lust macht, aufzubrechen und eine unbekannte Welt zu entdecken. Und mich hat hier der Klappentext angesprochen, das Cover angesprochen, auch die Erinnerung, dass ich schon mal ein Buch von dem Autor gelesen habe. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das Buch vielleicht als Hörbuch gebe, dass es das etwas für mich ist, dass es mich unterhalten wird, dass es Spaß machen wird, dass es mir Indien näher bringen wird und ich einfach eine, ja, eine reisehafte Zeit beim Lesen habe. Und ich freue mich wirklich sehr darauf und bin total gespannt, ob es mir so gut gefallen wird wie das erste Werk des Autors. Ich weiß jetzt leider echt nicht mehr, wie das Buch hieß, was ich gelesen habe. Ist auch schon ein Stückchen her. Aber da sieht man, glaube ich, den Elefanten so von hinten und daneben jemanden sitzen. Ich ja, hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Ja, auch das zweite Buch ist so ein bisschen inspiriert von Indien und vom Buddhismus, denn es ist das neue Buch von David Michi. Das ist der Autor, der auch Die Katze des Dalai Lama geschrieben hat. Die dreibändige Reihe, die ich abgöttisch liebe, die ich wirklich großartig fand, die eben aus der Sicht der Katze des Dalai Lamas geschrieben ist und uns im Grunde so, ja, so ein bisschen diesen Buddhismus auf diese sehr lockere, schöne Art und Weise rübergebracht hat. Und es gibt jetzt, soweit ich es sehe, ein Sachbuch von ihm und das heißt Buddhismus für Mensch und Tier, wie wir Achtsamkeit und Mitgefühl voneinander lernen können. Und ich ja, bin da total fasziniert und interessiert, weil ich natürlich nicht nur ja, Tiere liebe und auch mich sehr für den Tierschutz so ein bisschen einsetze, sondern eben auch so dieses buddhistische und diese philosophischen Gedanken einfach sehr gerne habe und mich da auch wiedererkennen kann. Und es heißt hier so schön, Buddha hat ein Herz für Tiere. Im Geiste des Buddhismus sowie anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährt uns David Michi, Bestsellerautor von Die Katze des Dalai Lama, einen faszinierenden Einblick in das Bewusstsein der Tiere.
zeigt, wie wir unseren Haustieren in allen Lebenslagen achtsam und mitfühlend begegnen und so auch unser eigenes Leben bereichern. Das Buch bietet Ihnen Meditationen, Mantras, Achtsamkeitsübungen und viele weitere praktische Tipps, mithilfe derer Sie die Beziehung zu Ihrem Haustier vertiefen können. Und ich glaube schon, dass ich eine sehr innige Beziehung zu meinen Katzen habe, kann mir aber durchaus vorstellen, dass so manches an Achtsamkeit und Ähnlichem hier einfach wirklich nochmal was bringen kann, was vielleicht auch eine Anregung ist für das Leben. Und ich bin da ja immer wieder auf der Suche nach neuen Impulsen, neuen Gedanken, Dinge, die mir dann eben auch lange durch den Kopf gehen. Und daher freue ich mich sehr auf dieses Buch, bin gespannt auf die Meditationen und auch diese Achtsamkeitsübungen und freue mich wirklich sehr, sehr auf dieses Buch und fiebere dem 18. März entgegen. Kurz vor der Buchmesse kommt dann auch ein neues Buch von Sebastian Fitzek. Wer jetzt aber einen Thriller erwartet, ist komplett fehl am Platz, denn auch hier haben wir eine, ja, ich würde schon sagen, ein Sachbuch, und zwar Fische, die auf Bäume klettern. Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Und es erscheint am 20. März und ich glaube ja, ab dem 21., 22. geht die Messe dann auch los. Und von daher wäre ich natürlich in guter Hoffnung, dort auch Sebastian Fitzek dann in Leipzig zu treffen. Bestsellerautor Sebastian Fitzek stellt sich in diesem Buch den existenziellen Fragen. Was zählt im Leben? Wie findet man sein Glück? Welche Lebensziele sind wichtig? Was lernt man aus Niederlagen? Und wie geht man mit seinen Mitmenschen um? In spannenden persönlichen Episoden erzählt er, was im Leben wichtig ist und wie ein glücklicher Lebensweg gelingen kann. Inspiriert wurde Sebastian Fitzek zu diesem Buch durch seine Rolle als Vater und die Frage, was er seinen Kindern für das Leben mitgeben würde, wenn ihm nicht mehr viel Zeit bliebe. Und so ist Fische, die auf Bäume klettern, das sehr persönliche Vermächtnis eines Vaters an seine noch jungen Kinder und ein Buch für alle, die Halt suchen und sich der Werte, die ihnen wichtig sind, vergewissern wollen. Etwas ganz Ungewöhnliches von Sebastian Fitzek und ich weiß tatsächlich auch noch nicht, ob ich es irgendwie gut oder merkwürdig oder anders oder einfach nur spannend finden soll. Natürlich erwartet man von einem Thriller-Autor wahrscheinlich nicht so tiefgründige Antworten auf Fragen und ich bin sehr gespannt, wie er das verpackt, aber wer Interviews mit Sebastian Fitzek kennt, weiß, dass er ein sehr lockerer Mensch ist und ich kann mir vorstellen, wenn der uns Episoden aus seinem Leben erzählt, dann ist das auf jeden Fall spannend, unterhaltend und es kann eben einfach was für jeden dabei sein. Und ich freue mich auf dieses Buch, ich bin sehr gespannt, ob es mir ja ein bisschen auch was zum Nachdenken geben wird, neue Impulse geben wird und wie Sebastian Fitzek das verpackt hat. Und ich bin total neugierig und freue mich wirklich sehr darauf. So auch auf das nächste Buch, wir sind hier ein bisschen im High-Fantasy-Bereich und zwar erscheint Sohn der Sieben, die Chaos-Saga, Band 1 von Justin Travis Call am 25. März. Und hier bin ich schon so ein bisschen darauf gestoßen, weil ich den Titel mit den sieben Söhnen spannend fand oder Sohn der Sieben und eben auch natürlich das Cover und dann auch der Klappentext. Zudem ja, zieht es mich immer mal wieder mehr doch zur High-Fantasy, was ja eigentlich wirklich das Genre ist, wo ich hingreife und sehr selten Pech damit habe. Und so erhoffe ich mir natürlich aus der Geschichte auch ein Highlight für den Monat oder gar für das Jahr. Und es klingt vom Klappentext auf jeden Fall spannend. Es ist, glaube ich, auch der Debütroman des Autors. Und ich konnte auch keine Info finden, wie viele Teile es geben wird, weil auch im englischen Original erst ein Buch, also der erste Teil, erschienen ist. Deswegen noch keine Ahnung, ob es eine Trilogie wird. Aber da es Teil 1 heißt, könnte es durchaus auf jeden Fall noch einen zweiten, vielleicht dritten Teil geben. Er ist der Phönix, wenn die Welt brennt, wird er leben. Die Geschichte eines Helden ist aus der Fantasy nicht wegzudenken. Ein Junge, durch tragische Umstände verwaist, wird von einem weißen alten Mann aufgezogen, um das große Übel, das die Welt bedroht, zu besiegen. Aber was ist, wenn der junge Held und das große Übel ein und dasselbe wären? Was, wenn der Junge selbst die Inkarnation des bösen Gottes ist? Würde er die Welt retten oder sie zerstören? Anef ist dieser Junge. Obwohl er selbst Magie nutzt, lässt er sich in einem Kriegerkloster dazu ausbilden, Magiewirkende zu bekämpfen. Als er sich dann auch noch in die hübsche Tochter des Klostervorstehers verliebt, eskaliert sein innerer Konflikt. Ja, man sieht an den letzten beiden Sätzen schon etwas, was ich durchaus auch kritisch sehen würde, denn ich bin nicht so der große Fan von High-Fantasy-Geschichten, in denen die Liebe dieser Art eben einfach so eine große Rolle spielt. Aber die Idee, dass der Held eben auch einfach etwas in sich trägt, was ihm eigentlich zum Bösen macht und er diese beiden Rollen innehält, finde ich mega, mega spannend und
man stelle sich das nur mal auf andere High-Fantasy-Geschichten vor. Und ja, bei George R. Martin ist sowieso gefühlt jeder gut und böse. Das ist ja was, was er im Grunde auch immer sich gewünscht hat, dass man ja beides sozusagen auch ausstrahlen kann, beides sein kann und je nachdem, welche Seite man eben von sich zeigt, das auch ist. Und hier habe ich aber einfach das Gefühl, dass dieser Charakter einfach was ganz Besonderes sein könnte. Ich glaube, man kann ihn lieben und gleichzeitig hassen und ihn bekämpfen wollen und gleichzeitig mit ihm mitfiebern. Und ich stelle mir das unglaublich spannend vor und freue mich da wirklich auf dieses Buch. Dann erscheint am 26. März das neue Buch von Janne Mommsen, Die Bücherinsel. Und ich habe da ja im letzten Jahr die kleine Inselbuchhandlung gelesen bzw. gehört und fand die Geschichte ja wirklich sehr, sehr schön. Und für mich hat ja mit diesem Buch dann auch so ein bisschen diese Wohlfühl-Romanzeit begonnen. Ich habe dann ja einiges mit Inseln gelesen und Buchhandlungen und Bäckereien und was es da alles gab. Und mir hat ja die Geschichte von Janne Mommsen wirklich unglaublich gut gefallen. Und so bin ich natürlich gespannt, was es mit der Bücherinsel auf sich hat. Denn Lesen macht glücklich. Ich glaube, dem können wir alle direkt schon mal zustimmen. Sandra Marlin lebt in einem kleinen Haus am Strand. Durch Zufall landet die quirlige Enddreißigerin in dem Lesekreis der kleinen Inselbuchhandlung. Hier treffen sich Bücherliebhaber, aber auch diejenigen unter den Insulanern, die abends nicht allein vor dem Fernseher sitzen wollen. Besonders sympathisch ist Sandra der charmante Schulleiter Björn. Nur hat Sandra ein Problem, dass sie nicht lesen und schreiben kann, ahnt auf der Insel niemand. Eines Tages trifft Sandra Björn unverhofft an ihrer Lieblingsstelle am Strand wieder. Sie verbringen einen atemberaubend schönen Nachmittag auf der großen Düne. Für Sandra ist danach klar, sie hat sich Hals über Kopf in diesen Mann verliebt. Aber hat ihre Liebe trotz aller Geheimnisse eine Chance? Eine anrührende Geschichte über eine bezaubernde Buchhandlung und einen Lesekreis, der zum Club der einsamen Herzen wird. Ein Buch, das wieder ja, nach Wohlfühl schreit, nach Frühling ruft und was für mich definitiv ein Kandidat ist, um es dann auch zu hören. Und darauf bin ich wirklich ja, sehr gespannt, weil mir eben das Buch von Janne Mommsen im letzten Jahr so gut gefallen hat. Tiefgründige Charaktere, er hat mir die Insel nahegebracht, das Lesen, ja, die Menschen dort. Und ich freue mich sehr, Sandra und auch Björn zu treffen. Und ja, werde es auf jeden Fall hören, weil ich glaube, das ist wirklich die perfekte Geschichte für April, Mai, um dann so den Frühling willkommen zu heißen. Und dann ein Buch, ja, das chronologisch gerade nicht richtig stimmt, das nämlich am 22. März erscheint. Und zwar das neue Buch von Matt Haig, Mach mal halblang. Und auch das klingt tatsächlich eher nach einem Sachbuch als nach einem Roman. Da ich aber die Bücher von Matt Haig bisher immer gefeiert habe, ganz egal, ob es ja, Echo Boy war, Wie man die Zeit anhält oder Ich und die Menschen, ich bin einfach sehr begeistert von seiner Sicht auf die Welt, wie er uns Menschen den Spiegel vorhält und natürlich auch sich selbst. Und ich finde auch diesen Klappentext wieder mega, mega spannend. Sind Sie schon durchgedreht oder arbeiten Sie noch daran? Wir leben in einem Zeitalter der Ängste und der überdrehten Schnelligkeit. Man könnte meinen, unsere gesamte Lebensweise wäre darauf ausgerichtet, uns ins Unglück zu stürzen. Der Life Overload hat uns fest im Griff. Aber können wir etwas dagegen tun? Matt Haig beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die lärmende Außenwelt unser Denken beherrscht und wie wir uns zur Wehr setzen können. Es geht um große und kleine Dinge, um Weltpolitik, Gesundheit, Smartphones, Social Media, Sucht, Vernetzung. Ein Buch, das uns alle angeht und das uns unsere eigentlichen Aufgaben wieder ein wenig näher bringt. Dem Menschsein. Ja, und das klingt auch für mich wieder nach einem Buch, was mich ja, sehr anspricht, wo ich auch eben auf all diese spannenden Dinge in meinen Gedanken mich darauf freue, die zu entdecken, da etwas zu erfahren und da einfach ja, so ein bisschen ein besonderes Gefühl dafür zu bekommen. Ich glaube, dass das Matt Haig auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise machen kann. Und wenn er die Weisheiten, die wir aus den anderen Büchern schon kennen, irgendwie nochmal locker, flocker verpackt und wirklich so, ja, so richtige Tipps gibt, dann kann ich mir echt vorstellen, dass das wirklich gelingt und wirklich ein tolles Buch wird. Ja, wie man an den 6 Büchern schon sieht, sind doch tatsächlich einiges an Sachbüchern dabei. Angefangen von dem Elefanten über den Buddhismus, über Fische sind wir dann, ja,
bei der Menschheit angelangt. Also 4 von 6 Büchern, Sachbücher, finde ich irgendwie sehr interessant. Freue ich mich aber auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich natürlich im März auch auf die Leipziger Buchmesse. Und ja, vielleicht wird man da ja so den ein oder anderen Autor dann auch treffen, worüber ich mich natürlich freuen würde. Besonders bei Sebastian Fitzek. Da gab es ja aus dem Jahr 18 gar kein gemeinsames Foto. Ich finde, es wird jetzt mal wieder Zeit. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ja, wie ihr die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, findet, ob euch irgendetwas anspricht, auf was ihr euch im März freuen werdet. Schreibt mir das gerne, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ihr findet die Infos zu den Büchern auch nochmal in der Infobox. Ich habe sie euch da verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich auf den Austausch. Hoffe, habt ein bisschen Spaß mit dem Video gehabt. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.